Hey Sascha für Mobile Geeks hier. Wir sind kurz vor der Lomo-Pressekonferenz hier in der Halle 7.2.B. Und sind natürlich auf der Lenovo-Pressekonferenz, haben aber schon mal Zeit mit den Geräten rumzuspielen. Und zwar ist das hier das neue Einstiegstablet, Lenovo IdeaTab A2107A. Das basiert auf einer ARM 7 Plattform, ist ein bisschen älter, so 3 Jahre etwa. 1 GHz, 1 GB RAM, Single-Core übrigens. Single-Core, 1 GHz Prozessor, 1 GB RAM, 16 GB Flash-Speicher. 7-inch Display, 1024x600 ist die Auflösung. Und ihr seht, dieses schwer angepasste Lenovo-Interface drauf, läuft aber wirklich sehr, sehr schnell und zügig. Ich finde das ganz klasse hier mit diesen Widgets da drauf. Es sind auch so größere Ordner, die da drauf gepackt werden. Und ansonsten rennt es, wir gehen mal eben ganz kurz schauen, auf Android Ice Cream Sandwich, denke ich mal. So, hier drauf, runter, da sieht es schon, 4.0.3. Hinten ist eine 5-Megapixel-Kamera drauf, vorne 1,3. Kapazitiver Multitouchscreen, das fühlt sich alles ganz okay an. Aber der Arm 7 hat natürlich nicht mehr ganz so viel Dampf. Zumindest kriegen sie ein Jellybean-Update und ich bin mir ganz sicher, obwohl sie uns keinen Preis nennen wollen, weil die Verarbeitungsqualität ist wirklich klasse. Ich bin mir sicher, dass es weit unter 150 Euro kosten wird. Hey, vielleicht sogar an der 100-Euro-Marke kratzen könnte. Das ist das Lenovo IdeaTab A2107A. Ich bin Sascha von Mobile Geeks. Danke fürs Zusehen.